Wenn ich immer nur einen Trank brauche, bin ich ganz gut dabei. Also das könnte man kriegen. Mit zwei Phasen geschafft. Oh, nur so ein Spiel abgeschickt hier. Wieder mal. Zack. Schon echt viele gerade, weil ich echt viele kritische Treffer durchgeballert habe. Hm, nicht getroffen, weil ich hier rangekommen bin. Könnte beim nächsten Mal sogar schon fast klappen, ne? Könnte. Ich glaube zwar nicht dran, aber es könnte. So. Ein Steinchen. Büschlein, dann ist hier das Stein. Ob ich irgendwie umbringen. Schade, Marmelade. Bin ich zurückgegangen. Also ja, ich mache jetzt fertig. Keine Spielereien, kein Rummelaffe, einfach fertig machen. Das war jetzt dumm um ganz neuen Status. Das ist ja interessant, aber über den klatscht einfach durch. Denke ich mir mal. Ich hätte einfach zurückgehen müssen, nächste Phase abwarten, Ende. So, irgendwie hat das Gehirn gerade gemacht so. Hast du mal Spaß? Und kein Spaß mehr. Naja. Immer wollte ich euch natürlich noch zeigen. Also, ist ja schon Stein. Ich mal weg, aber 5 Versuche brauche ungefähr. Also 5 mal ran gehen, wenn ich sogar 6 oder 7 mal. Also Maximum 7 mal, denke ich mal. Solange ich keinen kritischen Treffer und so raushaue, ist halt auch ein bisschen schwierig. Und von Steinchen da drüben. Glaube ich. Yippie. Oder hier, ah ne, da drüben ist mein Steinchen. Ich denke mal ja. Irgendwo hier. Digga gleich wieder bekommen muss. Ich weiß es nicht. Ich hab's immer kaputt bekommen. Also von der Warte aus. Das ist immer, dass er ewig braucht, bis er mich mal hat hier. Wow. Ich hab die volle Bereitseite bekommen. Ich nehme einen X bekommen in zur Sicht. Ich mache das Safe gleich nochmal. Yeah!
So, jetzt schlagst du. Was soll er machen mit dem Scheiß hier? Yay. So, darauf haben wir doch gewartet. So, jetzt kommen wir schon ran. Ne. Futter. Na, ich bin da voll rumgesprungen. Und mein Ziel drauf einschlagen. Ich dächte auch, aber irgendwie hat das gar nichts gebracht. Ich meine, bloß als Markierung. Oh, warte mal, aber. Mich lädt das schnell auf. Mich lädt das schnell auf. Und dann hau ich da ordentlich rauf. Dankeschön, Blackhead. Da geht einfach Soulproof jetzt hier. Natürlich normal. Ne, ist ein anderer Angriff. Ist ein anderer Angriff. Nicht mal Steinchen. Ja, ja. Ich mach den Doppelwumms. Also schon. Lass erstmal den rechten hier fertig noch. Linke Opfer, du bist wieder. Gut, wie gesagt, und diesmal spielen wir auch safe. Der Black hat den Boss eher geblickt wie Ecker. Okay, krass. Also ja, ich dachte einfach, aber ich persönlich dachte wirklich nur, dass die blauen Dinger zur Markierung sind, wo du draufschlagen kannst. Nicht gerafft, dass das irgendwie was mit ihm hier aktiv zu tun haben könnte. Daher großen Dank. Ja, Profi. Jetzt sehe ich es. Da ist noch ein Steinchen. Okay, bin geflogen. Oh, warte mal. Okay. Kann es da rauf gehen? Unerwartet. Kann hier fast drauf gehen, weil man hier ist noch ein Gang. Oh. Noch ein cooles Video für euch. Das wäre jetzt mit Rafiki oder was?
Welcher Löwen? Pavian, oder? Ich bin die Schlimmste. Okay. Tenue von du. The fuck? Okay. Ich bin gar nicht verwirrt. Nee, gar nicht. Alles cool. Ja gut, wir waren fast zwei, keine Ahnung, was gewesen wäre, aber hätte ich vielleicht jetzt auch noch hinbekommen. So, nur hätte ich dich analysieren lassen und, ja. Ich begreife den auch gleich mal noch mal weniger, dankeschön. Also das ist das jetzt hier. Das war's. Haben wir überhaupt EP bekommen? Ich muss persönlich. Also. Und tut der Kopf weh. Also eigentlich nicht, aber. Wie viel sollte er weh tun? Den Punkt habe ich. Okay, gut, ohne. Immer noch ein ganzes Level. Ja, ne? Zwei Teile dieser Power-Rüstung. Ich habe diverse Mini-Bosse jetzt weggeklatscht bei der Ebene, unter anderem auch den hier. Ich habe hier so eine komische Jiminy-Grille, mit der ich nicht anfangen kann. Wo ich immer über die Map ein bisschen hüpfen kann, aber ganz ehrlich, wozu? Jetzt nochmal zu dem Stab, wenn da jetzt nicht. So, jetzt hier lang. Hinter dem Wasserfall. Alter, da hat man das gleiche Leck hier. Und die Hütte abfackelt.
Wir müssen gleich noch ein Leo gucken, ob der jetzt mal geschrieben hat wegen seinem Bild. Was hat er gemacht? Das ist Stäbchen. Hab schon wieder Zeit. Da kriegt den jetzt weg alle Geheimnisse gelüftet. Aber kann es nicht sein. Keine Ahnung. Und in dem Fall zieht man wieder um hier. Okay. Fotos sein. Goldrüstung. Gameset. Ich hab sie quasi zu schnell zurück. Aktivieren. Ich weiß es nicht, ne? Gar keinen Plan jetzt hier. So, vor allem die gesamte Ebene hat jetzt keine Idee mehr, was ich machen soll. Hart überfragt. Dem das Reh sogar eigentlich noch vor Gott ist. Und Gottesanbeterin hier. Das kann ich gar nicht bekämpfen. Im Baum ist ja jetzt nicht mehr viel. Gut, dann soll es das halt mit Black Mystikon gewesen sein. Muss man mit dem Wasser verlieren, aber tut man nicht. Ganz besonders, das ist doch die. Genau. Das ist doch immer ein Boss. Böse Wand. Ich muss jetzt wieder unten mal angucken, ob das vielleicht nochmal ein Mini-Boss ist. Ich denke, ja, tief ratlos hier.
ewig nicht mehr gehabt. Mal ein Vieh draußen. Hier mal. Und Nebelwald? Eine Fresse. Oh, warte mal, eine Shepherd irgendwo. Und nicht. Komm da hoch, aber nicht dahin. Das ist weird. Okay. Sonst hätten wir noch irgendeine Idee, wo wir hin könnten. Wir haben ein Schwein besiegt, war da drüben. Sieht komisch aus. Wir haben das Schwein besiegt, das war da oben, glaube ich. Wir haben das Reh besiegt, das war hier. Das war ein Landeplatz für die Heuschrecke, ne? Zumindest. So, dass hier nicht viel mehr ist oder gar nichts mehr ist. Vielleicht, dass die Spackers aus dem Himmel vielleicht mal wieder runterkommen und mich überraschen wollen, aber sonst glaube ich nicht, dass ich mich noch irgendwas großartig erwarten könnte. Wenn ich nur dazwischen zwei, drei viel gehabt hätten hier in dem Gebiet. Nur nicht höher.
Ich weiß nicht, wo der Blitz einschlägt. Warte mal hier. Das sind so Schlangen, ne? Ich hätte mal wahrscheinlich beim nächsten Boss. Kann man nur vorstellen. Der Blitz mich leitet, wo ich hin soll. Wahrscheinlich, wenn man auch nicht verletzend aussieht. Ich weiß nicht, wofür der Blitz halt immer einschlägt. Wir genießen erstmal den schönen Ausblick immer hier. Fast vollkommen flüssiger, flüssig fließender Wasserfall. Also, aber ich muss sagen, wir haben in der Ebene heute den Frosch besiegt. Der war echt hart. Den Steinegolem besiegt, da war ein bisschen tricky, weil man das rausfinden musste. Schwein hatten wir letzte Runde schon, den Goldkamm, sag ich jetzt mal. Das Reh haben wir heute besiegt, war einer der Oberbosse. Sohn der Steine haben wir besiegt. Wir haben besiegt zwei Giftgolems, sag jetzt mal, in so ein Nilpferd als Boss-Variante. Wir haben doch schon ein paar Bosse in die Reihe gestreckt, ne? Ein paar war ein bisschen zu. Ich habe nur ein bisschen Ehrgeiz, ja, wild mehr zu machen. Ja, wir gleich mal schauen, ne?